Was heißt das jetzt für unseren Arbeitsalltag? Wie können wir das im Betrieb auch wirklich anwenden? Hierzu Umgang mit Ideen und Kritik von Mitarbeitern. Auf welcher Ebene befindet sich denn ein Mitarbeiter, wenn er eine Idee oder einen Verbesserungsvorschlag äußert? Ganz richtig. Anerkennung und/oder Selbstverwirklichung ist hier die Motivation. Das heißt, der Mitarbeiter strebt nach ihrer Anerkennung oder möchte sich durch diesen Verbesserungsvorschlag sogar selbst verwirklichen. Wie gehen wir jetzt also mit so einem Verbesserungsvorschlag als Führungskraft am besten um? Ganz richtig, wir müssen diesen auf jeden Fall ernst nehmen, weil wir ansonsten diese intrinsische Motivation, die der Mitarbeiter für den Verbesserungsvorschlag mitbringt, natürlich zerstören würden. Wichtig ist auch, dass wir uns entsprechend Zeit nehmen, um diesen Vorschlag entsprechend zu wertschätzen. Grundsätzlich, wenn ein Mitarbeiter einen Verbesserungsvorschlag macht, haben wir immer zwei Möglichkeiten. Entweder wir können ihn umsetzen oder nicht. Wenn wir ihn umsetzen können, ist es ganz einfach. Dann setzen wir ihn um, loben den Mitarbeiter und, wie wir neudeutsch sagen, geben ihm am besten auch das Empowerment. Das heißt, wir geben ihm die Verantwortung für die Umsetzung dieses Vorschlags und binden ihn voll mit ein. Der Idealfall. Verbesserungsvorschlag kann nicht umgesetzt werden. Was machen wir dann? Selbstverständlich erklären wir dem Mitarbeiter, warum wir diesen Verbesserungsvorschlag nicht umsetzen können. Und die Erklärung sollte besser sein wie: Das haben wir schon die letzten 20 Jahre anders gemacht, deswegen gibt es da nichts zu ändern. Sondern wirklich sich Zeit nehmen für den Mitarbeiter, eine Erklärung finden, warum eine Umsetzung nicht möglich ist.